Hallo zusammen, hier ist euer Astro auf dem Weg mit der Freelancer, mit der Standard-Freelancer durch das Verse Alpha 3.11.0. Und ja, ich habe gedacht, wir unternehmen einfach mal eine Reise und teilen unsere Eindrücke. Ich lade euch ein, mein Co-Pilot zu sein, hier auf dem Beifahrersitz sozusagen der Freelancer. Mal gucken, wie das Spiel sich so verhält. Ja, einige von euch wissen es vielleicht schon, ich hatte ja so ein Leid. Ich hatte ungefähr 1 Million Alpha UEC auf dem Konto. Dann gab es im Laufe der Zeit einige Server-Crashes, die mir als Händler den Verlust von dieser 1 Million Euro Alpha UEC einbrachten. 1 Million Euro, genau. 1 Million Alpha UEC einbrachten. Und alles Zetern und Schimpfen half nichts. Der Helpdesk hat nicht reagiert. Character Reset, habe ich inzwischen gelernt, funktioniert auch nicht. Dann kam der Hinweis aus der Community, dass das jetzt funktionieren solle angeblich mit dem Character Reset und dem Zurücksetzen auf den Basiswert. Der ist bei mir verhältnismäßig hoch. Ich würde theoretisch mit 300.000 Alpha UEC starten, all dieweil ich in den Anfangszeiten von Star Citizen eine ganze Menge Krimskrams gekauft habe und der wurde jetzt ja, im vergangenen Jahr war das glaube ich aus dem Spiel und aus dem Shop rausgenommen und dann eingeschmolzen gegen Alpha UEC im Account zur Verfügung gestellt. Und dann hatte ich plötzlich zack, ganz, ganz viel Geld. Und das ist natürlich ein schönes Startpolster, gerade für einen Händler. Ja, das ist aber weg. Und das kommt irgendwie auch nicht wieder. Was natürlich relativ doof ist, aber ja, seitdem versuche ich im Folgen der Philosophie der kleinen Schritte dieses Geld wiederzubekommen. Ja. Mühselig ist das. Extrem mühselig. Abkühlen die Maschinen. Geht nicht. Zweiter Versuch. Jetzt. Ja, was mache ich seitdem? Insbesondere viele Kovalex-Missionen jeden Tag wieder, wobei das jetzt weniger geworden ist, weil einem die Missionen nicht mehr so frequent zur Verfügung gestellt werden. Bis, ich glaube, einschließlich 3.9 war das ja so, dass man die abschließen und sofort wieder anwählen konnte. Da habe ich dann 2, 3, 4 Missionen am Tag gemacht. Da hat man ganz gut Geld sammeln können. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und bis zum letzten Patch habe ich dann manchmal die Claimjumper-Missionen geflogen. Ja, und die waren relativ einfach, die sind jetzt richtig böse geworden. Da kann man auch nicht mehr richtig viel Geld mit verdienen. Also habe ich mir überlegt, ich schubse ein paar Kisten durch die Gegend. Ich fliege ein paar Kisten durch die Gegend. Und hier bin ich gerade auf dem Weg. Jetzt kann ich das nicht anwählen. Was soll denn das? Hallo. Ist ja putzig. Ist das etwa so eine Station, die sich nicht anwählen lässt? Fängt ja gut an. Mit Kistenmissionen habe ich echt, stehe ich auf Kriegsfuß eigentlich. Aber super. Ja, das gibt's doch nicht. Probieren wir es so.
sonst was erreichen kann. Das ist das Scheiße. Ja, dann fliegen wir jetzt per Pedis sozusagen. Nochmal gucken. Da irgendwelche anderen Stationen in der Nähe sind. Keine Chance. Das wäre genauso weit wie von hier aus. Großartig. Lohnt sich nicht. Liegt genau auf der Hälfte der Strecke zu den anderen Stationen. Ja, dann fliegen wir da mal so hin. Haben wir mehr Zeit zum Quatschen. Scheiße. Ja, also da würdet ihr jetzt sitzen. Stellt euch vor, ihr sitzt da. Ich mag das Cockpit der Freelancer. Es gibt ja viele kritische Stimmen, die sagen, das ist so richtig scheiße. Ich mag es super gerne, weil es halt so ein richtiges LKW-Cockpit ist. Liegt vielleicht auch daran, dass ich bei der Bundeswehr lang ist sehr LKW gefahren bin. Erst war ich auf dem Lux unterwegs und war da in der Kampfkompanie 2. L11, 2. Panzeraufklärungslehrbataillon 11. Und dann bin ich noch LKW gefahren, dann das zweite halbe Jahr. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, gut, während das Schiff so fliegt, mal gucken, was man hier noch so anstellen kann. Hier müsste ja die Dusche drin sein, ne? Oder ein Waschbecken. Ein Waschbecken. Ja, und auf jeden Fall habe ich daher eine ziemliche Verbundenheit zum Cockpit der Freelancer. Mich da so hinzusetzen und mich zu fühlen wie in einem LKW. Ist immer wieder lustig. Tja, so richtig viel machen kann man auch nicht. Was mich außerdem zur Freelancer immer wieder verbindet, ist diese Tonya Auriel-Geschichte, mit der ich mich ja nun sehr intensiv beschäftigt habe. Und viele Geschichten aus der Lore, die die Autoren geschrieben haben um Dave Haddock, drehen sich um Weltraumpiloten, die mit einer Freelancer unterwegs sind. Der Old Jagger. Einige von euch werden das Hörbuch vielleicht gehört haben, was ich auch hier für Sternwanderer eingesprochen habe. Wenn nicht, hört da auf jeden Fall mal rein. Ist auch eine schöne Geschichte, die man so nebenbei, während man im Verse unterwegs ist, hören kann. Lauschen, zuhören. Ist ja putzig. Hier fliegen die Weltraumteilchen durchs Raumschiff. Und der Typ steht hier, als wenn wir irgendwie auf dem Segelschiff unterwegs, auf den Weltmeeren. Er schwankt auch so. Eigentlich sollte man hier ja ganz normal unterwegs sein können. Naja. Immer noch 260 Kilometer. Das hier nur ein Waschbecken ist. Ich habe mir gedacht, hier gäbe es eine Dusche oder sowas. Oder auch eine Toilette. Genau, eine Toilette müsste es doch hier irgendwie auch geben. Strange. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht die Tür zu. Super. Ah, warte. Ah. Das ist ein All-in-One. Hier kann man duschen, Hände waschen und gleichzeitig... Ja.
Gut. Das will ich jetzt gar nicht wissen. Das ist ja wie in der Studentenbude. Mit so einem Wohnklo, wo man gleichzeitig irgendwie Kaffee kochen, auf dem Klo sitzen und duschen kann. Ach, siehst du, ich wusste gar nicht, dass die Betten gleichzeitig die Escape Pods sind bei der Freelancer. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Wir könnten uns mal anders anziehen. Ich habe immer noch meinen Strampelanzug hier. Ja, ich war bei Benny Hensch. Das sieht ja... sieht aus, als hätte er Leggings an, ne? Lustig. Ja, der Helm sieht ja irgendwie da nicht so aus. Der sieht sowieso kacke aus. Der sah irgendwie auf den Screenshots besser aus. Ja, ihr seht, das ein und andere Subscription-Abo habe ich gehabt. Dieses... Das mag ich auch. Damit habe ich meinen Sohn mal erschreckt. Sehr lustig. Oh. Ja. So ein bisschen kunterbunt. Hey, Pippi Langstrumpf, Pippi Lotta, Victualia. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ist ja auch immer so in bunten Strümpfen rumgelaufen. So wie ich hier. So. Noch ein paar Knarren, damit ich zumindest gefährlich aussehe. Müsste mir mal irgendwie ein paar Zusätze kaufen. Ah, aber ja, naja. Ehrlich gesagt bin ich nicht so häufig kämpfend unterwegs, als dass mir das auffallen würde. Fällt mir nur jetzt gerade auf, wo wir Zeit haben und ich hier ein bisschen rumdaddeln kann.
Ja, so ein Messer. Klebt vorne irgendwie am Oberschenkel. Der schneidet sich jetzt ständig in die Hand. Au, au, au. Ein bisschen Lichtchen. Ah, komm. Multitool. Alles, was geht. Alles, was geht. Oxypen. Einmal vollgepackt durch die Gegend laufen. Medpen. Letztens bin ich in meiner Terrapin EVA in die Terrapin rein, habe mich auf die Klappe gepackt und bin gestorben. Das war großartig. So. Oh, die hat die Geschwindigkeit reduziert, die blöde Kuh. Gibt's ja wohl nicht. So. Jetzt gucken wir mal, wie gefährlich das aussieht. Ich in voller Montur. Upp. What? What the fuck? Oh nee, ne? Er hatte immer noch diesen doofen Strampelanzug an. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jeden einzelnen Schritt abspeichert, ob es dann geht. War das vielleicht zu viel für die Client-Server-Kommunikation? Helm. Diese Leggings. So, schon besser. Und tada, nee. Na super, Leute. Da klappt der hervorragend. Konzentrieren wir uns aufs Fliegen. Atmosphäreneintrittseffekt. Verpasst. Oh Menno, heute klappt doch gar nichts. Was ich total schön finde, sind diese neuen Assets. Diese Planet Tech V4 und diese neue Verteilungslogik und so. Und die Level of Details. Also man kann wirklich in weiter Entfernung noch die Berge sehen. Das sieht fantastisch aus. Das sieht einfach schon sehr natürlich aus, was sie hier gebaut haben. Selbst für so einen langweiligen Mond, wo es nichts gibt, ist es schon immer wieder ein Augenöffner.
Ich erwähne es immer wieder gerne, dass ich die Langsamkeit des Spiels sehr mag. Gerade, ich bin jetzt in so einem Alter. Ja, aber face the facts. Ich kann einfach schnelle Bewegungen am Monitor, am Bildschirm nicht mehr gut erkennen. Ich bin total schlecht im First Person Spiel, Shooter spielen, weil ich dieses Reaktionsvermögen nicht mehr habe und weil mich diese schnellen Bewegungen am Monitor total ermüden. Und was ich am InStar Citizen suche, ist einfach Erholung und ein bisschen Ablenkung und ein bisschen Ruhe. Und ja, also man mag drüber lachen, gerade die Jüngeren werden das kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. Aber einfach dieses Stückchen, diese halbe Stunde, Stunde durchs Wurst tingeln und es sich gut gehen lassen. Das ist so die Essenz für mich von Star Citizen. Aus dem Cockpitfenster gucken. Ich habe übrigens Face over IP ausprobiert und irgendwie kriege ich das nicht zum Laufen. Keine Ahnung. Also es läuft grundsätzlich schon, aber ich kann mich irgendwie im Cockpit nicht so richtig umgucken, was damit jetzt stimmt, weiß ich nicht. Und es ist ständig am Hin- und Herwackeln. Mein Gesicht zittert, wie als hätte ich irgendwie irgendeine Störung, eine Nervenstörung oder sowas. So. Sind wir am Kistenabholort. Keine Landepads zu erkennen. In diesem Fall ist es jetzt keine Kistenmission, sondern ich, also Kisten, ja, also ich packe Kisten ein und schmeiße dann wieder von Bord. Im Prinzip ist es jetzt keine Mission, um Kisten von A nach B zu transportieren, sondern um Kisten einzupacken und sie dann irgendwo wieder zu entsorgen. Im Sinne von rauszuschmeißen. Guck, das ist so ein alter Schiffsfriedhof hier. Wie cool. Ach komm, ich lasse ihn mal stehen. Mal gucken, ob das passt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich hasse es! Ah, ich will doch nur die Luke öffnen. Das passiert mir so oft in dieser Fuck. Ich liebe die Freelancer wirklich. Ich mag sie, aber das ist so ein Design-Fail, dass ich hier stehe, rausgehen will und in diesen Turret steige. Oh, da könnte ich, wer auch immer das verbrochen hat, den könnte ich am Kragen packen und schütteln. Mann! So. Ah, siehste, passt doch. Ein- und aussteigen.
heiß hier. Puh. 140 Grad. Junge, Junge. So. Zack. Das ist schon cool hier, diese alten, das alte Freelancer-Wrack, was da liegt. Oder hier die Teile von der Caterpillar. Man könnte jetzt mit den Schultern zucken und sagen, ja, pff. Aber ich find's cool gemacht. Schick. Oh. No, no way, no way. Das kann es echt nicht sein. Dieser Fuck. Das kann man doch so machen, dass man nach oben guckt und dann dediziert oben klickt. Jetzt nehme ich mal die Abkürzung. Und dann aber doch nicht, wenn ich geradeaus gehe. Mann! Hup, hup. Hallo, lass mich rausgehen. Bitte, bitte, bitte. Was ist denn jetzt los? Dann gehe ich rückwärts, rückwärts, rückwärts. Raus, raus, raus. Hey, kann doch nicht sein. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Scheiße. Nein, jetzt. Spring. No, no. Nein. Nein. No way. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nie Glück mit Kistenmissionen. Nie. Das ist wie ein Fluch. Es kann nicht sein. Es ist so zum Kotzen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich bin gerade echt gefrustet. Ich bin richtig gefrustet. Das kann's nicht sein. Was für eine Scheiße. Springen nützt hier auch nichts. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Ja, dann, ne? Hilft nur der Selbstmord. Yay. So. Den Prozess des Wiederaufwachens und durch die Gegend laufens habe ich euch mal erspart. Bin jetzt hier, wie ihr seht, im Hangar auf dem Weg zu Freelancer Nummer 2. Das Lustige ist, ich habe 3 Freelancer. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich habe ich nur eine. Aber gut. Irgendwelche Leihschiffe. So, mein Plan ist derselbe, Kistenmission, aber erstmal jetzt starten.
So. Schnell. Was ich gut finde... Ja, da ist er. Was ich gut finde, ist, dass dieser Ausflugtunnel inzwischen vor dem Raumschiff erscheint. Es war ja bisher so, dass... also zumindest meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass ich erstmal hoch oder raus aus dem Hangar bin und dann habe ich erstmal gesucht, wo dieser scheiß Tunnel ist. Im Zweifelsfall hat mich der Autopilot geschnappt und wieder irgendwo auf den Boden gecrashed. Das funktioniert jetzt ganz gut. Ja. Und da sind wir dann auch schon weg. Ach ja, wie ich es gerade schon im Chat hier geschrieben hatte. Diese Sonnenuntergänge auf Hurston, die werden nie alt. Die kann ich mir immer wieder angucken. Das ist einfach ein Augenöffner. Gucken, ob ich die Brennweite irgendwie verändern kann. Bringt jetzt irgendwie nicht so viel. Naja, sieht trotzdem hübsch aus. Da jetzt steigen wir bei den Horizont, jetzt sehen wir die Sonne nochmal. Keine Musik. Aber es ist eine Krux mit dem Ziel auswählen. Jetzt. So. Die schnellste Möglichkeit, hier aus dem Orbit rauszukommen. Oh, lässt mich nicht. Was ich gerade gelernt habe in einer vorherigen Session ist, wenn das passiert, was ich gerade eben hatte, funktioniert auch wieder. Dass das Raumschiff irgendwie festhängt oder so, dann ist man irgendwo gelockt und dann Alt und T drücken und dann ist man wieder frei. Keine Ahnung. Hat mir schon aus mancher Bredouille geholfen, wo das Raumschiff nicht so wollte, wie ich das wollte. Diese neuen Kurzstrecken-Quantum-Reisen gehen mir zu schnell. Ich hoffe, dass sie das wieder ein bisschen entzerren. Ah, jetzt ist die Musik auch da. Screenshot. Ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit, die Musik, Ausblick. Musik übrigens in diesem Fall von Darren Limburn, der auch einen fantastischen Job gemacht hat. Ein CIG-Mitarbeiter, kein frei beauftragter Komponist. Na, Musik ist schon auf 100%. Naja, gut. Stellt euch vor, ich sitze mit einem Kaffee im Cockpit.
Und ihr sitzt neben mir und schlürft auch ein Heißgetränk eurer Wahl. Haben die Füße auf dem Armaturenbrett liegen und genießen die Aussicht und hören chillige Musik. Gibt's was Schöneres? Ich liebe dieses Spiel. Wenn es funktioniert. Ja, im Regelfall finde ich es super entspannend. Gibt ja Kritik aus der Community an den neuen Raumstationen, dass die alten besser aussahen, möchten auch, dass sie so in dieser Form wiederkommen. Ja, ich denke mal, das hören die sich schon an. Es ist gut, dass diese Kritik kommt. Ich würde es jetzt nicht als Hate oder sowas abtun. Und die alten Rest-Stops, diese Truck-Stops, die sie uns damals vorgestellt haben, die sahen schon klasse aus. Und ich würde mal wagen zu behaupten, CRG betont ja immer, dass sie sich Kritik anhören und dass sie sich dem auch annehmen. Aber es dauert eben alles seine Zeit, so Schritt für Schritt. Ich finde es schon cool, dass wir heute so modulare Raumstationen haben. Die müssen dann die entsprechenden Assets bauen. Mir sind sie ein bisschen zu bunt, ehrlich gesagt. Die sind so ein bisschen Bonbon-Farben. Was jetzt nicht heißen soll, dass bunt allgemein schlecht ist, aber genau da fehlt mir noch so ein bisschen die Abwechslung. Aber das wird kommen. Da gehe ich fest von aus. Es wird bunte, große, runde Stationen geben. Es wird kleine, düstere Stationen geben. Und, bisher, es dauert alles. Ich glaube, das, was wir heute so erleben, was uns immer wieder Anlass zur Kritik gibt bei Star Citizen, ah, da kommt ein Jäger angeflogen. Attention. Ach. I have been authorized to scan your vehicle for security. Ja. Please hold your vehicle and stand by. X ist dann die Taste eurer Wahl, um schnell anzuhalten. Danke, weil mein Laderaum auch leer ist. Aber gut, das konntest du ja nicht wissen. Tust ja auch nur deine Arbeit. Sieht biestig aus in Gelb. Boah, da war noch einer. Hat gelauert. Das kann ich mir später echt spannend vorstellen, wenn man am Schmuggeln ist, irgendwo in so einem Schmuggelfach. Und dann schwitzt, ob sie einen entdecken oder nicht. Na los, weiter geht's. Also, ich glaube, das sind immer noch so die Nachwehen dieser alten Roadmap, wo uns immer so unendlich viel versprochen wurde. Und viele von uns haben gerade, was das betrifft, ja wirklich ein Langzeitgedächtnis, ein Elefantengedächtnis. Und ja, da sind wir halt immer noch so ein bisschen am Jammern, dass wir noch, was wir denn alles haben wollen. So, was haben wir denn hier? Ah, nee, kein Schrottplatz mehr. Das hat mich so angekekst gerade.
Von drei Plätzen abholen? Nee, hier von einem Platz abholen und dann drei liefern. Mag ich irgendwie lieber. Ja. 8000 Alpha UEC ist okay. Dann mal los. Mal gucken, ob ich den Fluch brechen kann. Den Kistenbrechfluch. Brech. Ja, kann man in zweierlei Hinsicht sehen. Diese Kistenmissionen, die haben mich echt an. Also das ist, habe ich nie Glück gehabt bisher mit. Aber wie gesagt, mit 170.000 Alpha UEC zu handeln, ist irgendwie auch nicht so einträglich. Kommt natürlich immer auf die Verhältnisse drauf an. Ich bin sonst immer mit der Caterpillar los und habe die voll mit Diamanten gepackt und habe dann immer natürlich auch riesig große Fortschritte gemacht. Man wird so ein bisschen demütiger, wenn man bei 0 Alpha UEC ist und sich wieder hocharbeiten muss. Uiuiui, Landung im Dunkeln. Was habe ich gerade erzählt? Eigentlich hatte ich fertig erzählt, ne? Also, dass wir einfach unsere dieses Anspruchsdenken noch haben aufgrund der alten Roadmap, die immer ja vollgepackt war und dann immer verkleinert wurde. Und enttäuscht hat mich CRG eigentlich bisher nicht. Sie entwickeln stetig, sie haben riesige Fortschritte gemacht, wenn wir uns das mal jetzt so retroperspektivisch betrachten. Boah, was hat sich das Spiel entwickelt in den letzten zwei Jahren? Das ist echt der Hammer. Neues Flugmodell, neue Planet Tech, überhaupt diese ganzen Technologien, Werkzeuge, die sie hier entwickeln, die werden immer schneller, sie werden immer besser. Statt Monate brauchen sie nur noch Wochen, um so einen Mond zu erstellen. Ich glaube, vieles ist im Moment tatsächlich immer noch diese Basistechnologien, die sie jetzt aufsetzen, beginnt bei dem iCache. Das habe ich jetzt ja auch erst gerade verstanden. Das iCache, das habe ich immer gedacht, ja mein Gott, Itemcache, ne? Was soll das schon sein? Nein, es ist das Kernelement überhaupt, was auf dem alle anderen Technologien jetzt aufsetzen, die noch kommen. Die Persistenz, die globale Persistenz. Auch das Server-Meshing kommt ja erst ganz, ganz, ganz am Ende. Wenn alles andere funktioniert, dann kann Server-Meshing kommen. Habe ich irgendwo gelesen, wenn wir jetzt etwas haben, was in einem instanzierten Server eine kleine Auswirkung hat, dann wird es bei vernetzten Servern eine gigantische, eine exponentiell gesteigerte Auswirkung haben. Und deswegen muss es alles erstmal so weit entwickelt werden, dass es auf einem instanzierten Server wirklich verlässlich sauber läuft. Und dann, wenn das funktioniert, dann kann man mit dem Server-Meshing arbeiten. So habe ich das gelesen und verstanden. Quelle habe ich jetzt nicht mehr, aber das war sicherlich irgendwo im Spektrum ein Eintrag von einem der Netzwerkgurus. So, im Dunkeln muss man immer ein bisschen aufpassen. Rechts ist die Höhenanzeige, kann ich gerade nicht so gut erkennen. 4 Kilometer sind wir hoch, 6 Kilometer vom Ziel entfernt. Das neue Flugmodell ist mit Vorsicht zu genießen, wobei die Freelancer sich relativ gut fliegt, habe ich festgestellt. Durch die Flügel. Ich mag das neue Flugmodell. Es hat aber auch seine Nachteile. Ich glaube, den meinen Tippy-Followern habe ich ein Video gebaut, die ich meine, dass ich das da erzählt habe. Bin ich mit der Carrack geflogen und die Carrack fliegt sich wie ein Backstein. Das ist echt scheiße. Entschuldigung. Unschön. Bin mit ihr gegen... Wollte eigentlich landen auf Port Olisar und bin mit ihr erstmal voll gegen die Station gecrashed. Ah, ja, weil ihn etwas so ein Öltanker-Bremsweg hat. Crime Start, Clasher-Gefängnis, juhu. So, da sehen wir die Stationslichter, sehr hilfreich. Sehr cool. Es sind so viele Details, die ich mag. Und diese Blinklichter, die helfen einfach bei der Orientierung und so soll es ja auch sein. Dafür sind die ja gedacht, die sollen ja nicht nur hübsch aussehen. Landepads sind auch vorhanden. So. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Hm.
Oh, das muss aber ganz schön windig da draußen sein. Junge, Junge. Zieht so ein bisschen. So. Ich versuche beim Landen, außer beim Hangar, da funktioniert es einfach noch nicht gut. Aber so im Regelfall versuche ich einfach ohne F4 zu arbeiten. Das erhöht die Immersion. Im Moment fliege ich noch mit Maus und Tastatur. Ich habe hier zwar so ein Dual-Joystick-System stehen mit Schubregler. Naja, irgendwann werde ich mir das auch mal wieder einrichten. Aber es passt schon. Boah, ist das ein Sturm da draußen. Habe ich gerade schon gemerkt, wie das Raumschiff zur Seite gezogen ist. Boah. Puh. Sonst benutze ich ja nicht die Seitentür, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, ich habe mal gelesen, dass die verbuggt ist. Dann gehe ich lieber hinten raus. Boah! Junge! Boah. Fickt einem hier. Alter Schwede. Boah. 27 Grad und so stürmisch. Nicht unangenehm, aber muss ich ganz schön gegen den Wind stemmen hier. Die Vegetationsdichte haben sie auch schön erhöht. Das sieht einfach klasse aus. Und dass das Gras durch die Assets, also zum Beispiel Treppen und so, durchragt, das ist ja auch noch ein Ziel, wo sie sich drum kümmern wollen. So. Aha. Okay, ganz viele Anzüge. Hallo, ich bin hier, um Pakete abzuholen. Ist schon so ein bisschen gruselig, ne? Gerade müsste jemand noch hier gewesen sein. Wo sind sie alle? Hallo? Ob hier irgendwo eine Leiche versteckt ist? Ein Monster, was lauert? Erinnert mich schon so ein bisschen an Film. They mostly come at night. Mostly. Wenn man sich darauf einlässt, ist das gruselig. Ich würde mir wünschen, dass hier irgendein KI-NPC rumläuft. Gerade waren sie noch hier. Acid for Blood. Ich hätte natürlich... Oh, Alter. Das wird jetzt dauern. Ich hätte natürlich mit der Freelancer hier parken können, um einen kurzen Weg zu haben, aber... Ach, ich möchte es ordentlich spielen. Ich möchte einfach so tun, als wenn sich das so gehört, hier auf dem Landepad zu parken. Diese Blinklichter, ich finde, das ist so ein kleines Detail, aber das erhöht die Immersion so sehr von den Raumschiffen oder auch hier auf dem Landepad links und auch mit dem mit diesem verzerrten Licht, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Das ist einfach cool, ich mag das. Und auch, dass so ein bisschen so eine sich das Licht im Nebel so verteilt. Wenn ich auch irgendwo parke, also im Regelfall hier ist es echt nichts los. Normalerweise schließe ich das Schiff, dass da keiner reinläuft, aber ich bin jetzt mal im guten Vertrauen, dass hier keiner kommt und mein Schiff klaut. Abgesehen davon habe ich hier keine Ladung an Bord. Aber ich lasse die Power on, mache nur die Maschinen aus. Dass die Energie einfach erhalten bleibt und die Schiffsbeleuchtung funktioniert und so. Ich auch mag, sind auch hier diese Details. Und hinten die drei kleinen Leuchten hier an der Freelancer, die den Ladebereich beleuchten. Das ist geil.
geil gemacht. Viele Details. Oder hier die Kratzer auf der Rampe von der schweren Fracht, die hier hoch und runter geschoben wird. Das ist geil. Das bietet einfach kein anderes Spiel, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Die sind da schon mit sehr viel Liebe zum Detail dran und das ist einfach das, was Star Citizen ausmacht. So, Package Nummer 2. Aber lieber 26 Grad und Sturm als minus 130 Grad und Windstille. Zumal ich im Moment meinen Anzug nicht wechseln kann. Richtig blöd. Ja. Zweite Paket hier schnell rausholen. Hallo. Dann noch diese gruselige Musik dazu. Worden sind. Irgendwo in Kokons rumhängen. Kill me. Es ist ja auch immer so eine Sache, ob man sich auf so ein Spiel respektive Film einlässt oder nicht. Ich kann so einen Film gucken oder ein Spiel spielen und sagen, ja, ich renne jetzt hier durch. Hauptsache schnell Geld verdienen. Oder einen Film gucken und nebenbei. Also ich kann den spannendsten Film gucken, kann ihn mir echt kaputt machen, indem ich mir ständig erzähle, was sie alles besser hätten machen können und wo die Filmfehler sind. Bla bla bla. Oder ich versuche Teil der Welt zu sein und mich an die Regeln zu halten. Und das gilt für ein Spiel genauso wie für einen Film. Und ein Streitpunkt zwischen meiner Frau und mir, weil sie ist in der Familie groß geworden, die sind extrem kommunikativ und die quatschen immer während des Films. Und ich hasse es, ich hasse es. Wenn ich einen Film gucke, dann möchte ich Teil des Films sein, dann möchte ich da eintauchen, mitfiebern und mich gruseln und erschrecken und lachen und weinen und alles. Weil das ist für mich der Inbegriff eines Films. Da so drin einzutauchen. Und dann kommt sie um die Ecke und sagt, ist ja völlig unrealistisch. Oh. Das erhöht so sehr, ich meine, man könnte jetzt sagen, es nervt, dass man sich hier gegen den Wind stemmen muss. Gut, mit einer Kiste in der Hand kann man sowieso nicht laufen, aber selbst ohne Kiste ist es, man merkt wirklich den Windwiderstand. Das ist extrem cool. Das ist so eine Kleinigkeit, die einfach die Immersion mega erhöht. So, letztes Paket da hinten. Und nicht, dass ihr das falsch versteht. Normalerweise quatsche ich nicht so viel, aber da das hier ein Let's Play ist, möchte ich euch natürlich auch ein bisschen unterhalten. Ich glaube, es ist interessanter, wenn man ein bisschen nebenbei redet, als wenn man nur zuguckt. So, ohne alles. Buh! Ah, doch keiner da. Sie brauchen ja noch... Oh, Wasserflaschen. Darf ich eine mitnehmen? Oh, Menno. Oh. Oh, 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 oh. Sie arbeiten ja noch an Technologien, die dann ermöglichen... Also da geht es um den Übergang von NPCs, also sei es jetzt menschliche oder auch Wesen, Lebewesen, Aliens etc. zwischen unterschiedlichen Physics-Grids. Das ist noch eine Herausforderung, da sind sie aber dran und wenn das gelöst ist, dann werden wir auch hier in diesen Outposts und draußen auf den Welten dann Leben haben. Da freue ich mich schon wie Bolle drauf. Da, ach, verlaufen. Don't drink and drive. Ah, da. Ja, man sollte auch mal auf die Schilder gucken, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, wenn das mit den Physics Grids
und dem Übergang erledigt ist, dann werden wir hier KI-Wesen, Menschen, Viecher haben. Genau. Und dann werden die Outposts auch belebt sein und da freue ich mich drauf. So, letzter Gang zum Schiff. Hat zwar länger gedauert, aber ich denke, war trotzdem unterhaltsam. Neue Erkenntnisse gesammelt. Guckt da oben der Mond. Das ist auch so geil. Diese Vorstellung, ich kann jetzt abheben und übergangslos dahin fliegen und landen. Das ist der Hammer. Na hier, diese Pflanzen, die hier durchragen, auch das, da arbeiten sie dran. Das wird irgendwann weg sein. Das macht Star Citizen aus, dass sie sich dem annehmen können, dass sie die Zeit dafür haben, dass sie das Geld dafür haben, dass sie keinen Publisher im Hintergrund haben, der sagt, so, ihr müsst jetzt fertig werden, scheiß auf das Gras, was hier irgendwo durchragt. Nein, sie kümmern sich drum. Es dauert ein bisschen länger, aber sie kümmern sich drum. Spunkmeier! Ich habe wieder irgendwie die Alien-Filme durchgeguckt. Naja, die ersten zwei Teile. Und alles, was danach kommt, mag ich nicht mehr so sehr. Aber die ersten beiden sind einfach cool. Ich habe mir schon so häufig versucht, Prometheus und den letzten Alien schön zu gucken. Aber nach den ersten beiden Teilen ist nichts mehr gekommen, was mir irgendwie diesbezüglich gefallen hätte. So, ab geht's. Pakete verteilen. Licht kann aus. Ist auch sehr geil. Landelichter. Gab's früher auch nicht, ne? Das ist heute so eine Selbstverständlichkeit, aber auch das hat eine Menge Hirnschmalz erfordert. So. Wo fliegen wir denn als erstes hin? Erstmal aus der Atmosphäre raus und dann da mit einem schnellen Sprung rüber geflogen. Was ich auch schön finde, ist... dass es so viel unterschiedliche Musik gibt und dass sie thematisch auch geknüpft ist an verschiedene Lokationen.
Mir ist bisher nie langweilig geworden. Könnte natürlich Space Travel Radio hören. Wird man später vielleicht auch machen. Mitchs Musikkanal. Aber bisher habe ich mich an der Ingame-Musik nicht satt gehört. Ganz im Gegenteil, ich habe die auch im Auto, auf dem Handy. Ich kann die andauernd hören. Das ist einfach... Ich bin schon ein ekliger Fanboy geworden, oder? Kann mir das jemand irgendwie aus physikalischer Sicht erklären, warum CIG die Raumschiffe im Quantum immer kopfüber um die Planeten kreisen lässt? Das habe ich bisher nicht verstanden. Da fehlt mir das Hintergrundwissen für, was das für eine Bewandtnis hat. So. Positiv ist ja, dass man hier hinfliegen kann, im Gegensatz zu dem Schrottplatz vorhin. Das war ja ein bisschen nervig. Ja, ja, ja. So. Ganz wichtig, dieses Fenster da oben, dass man einfach nach oben gucken kann, um zum Beispiel zu sehen, ob das um die Hangartore sich geöffnet haben. Das ist bei anderen Raumschiffen, wo das nicht der Fall ist, ein Problem. Da muss ich wieder F4 drücken und nach oben gucken und ja, es stört die Immersion, finde ich. Jedes Mal, wenn ich F4 drücken muss, ist das ein Bruch im Realismus, in ja, Immersion des Spielerlebnisses. Ich finde es cool mit dem Cockpit. Früher bei Wing Commander konnte man die Cockpits auch einblenden, aber das hat ganz schön an der Performance gezerrt. Das ist ja ein Thema, wo wir heute überhaupt keine Engpässe mehr haben, größtenteils. Und ich empfinde es nicht als Einschränkung heute, sondern ich empfinde es einfach, wie gesagt, als Schlüsselelement des Mittendrin-Gefühls. Immersion. Hier die Berge links oder die Erhebungen. Schick gemacht. Gut, das ist jetzt ein bisschen Microsoft Flug Simulator mäßig, dass man da als erstes die Landepads sieht. Naja. So. Angenehm, dass wir hier bei Tag landen können. Ah, mal meinen Stuhl aufrichten. Ja, Entering Armistice Zone, also die waffenfreie Zone, bedeutet, wenn mich hier jemand angreift, dann gibt es einen Crimestat, aber Waffen können grundsätzlich benutzt werden. Also man sollte schon auf der Hut sein, wenn jetzt hier irgendwo eine, was weiß ich, Gladius oder so lauern würde, würde ich mich schon fragen, was macht er hier am Outpost? Da sollte man dann vorsichtig sein. Wie ein rohes Ei. Das Wetter sieht auch gut aus. So. Wichtig ist, sich die Nummer zu merken, der Outpost-Anzeige. In dem Fall hier die 254 am Ende. Oh nein, oh nein! Nein, 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 ich will doch nur das Tor öffnen. Bitte, 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 bitte. Ich krieg's kotzen.
Oh, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Die Z-Taste ist inzwischen mein bester Freund geworden. Jesus, Maria und Josef. Möglicherweise klappt das mit dem Paket fallen lassen. So, da hinten geht's hin. Für Hurston Fair. Oh, ein kleiner Bug. Eine schwebende Lampe. Wo die anderen sitzen, da wo sie sitzen sollen. Für Hurston-Verhältnisse relativ klares Wetter. Kein Wölkchen am Himmel. Freue ich mich auch schon drauf, wenn es Wolken gibt, wenn man durch Wolken durchstoßen kann. Ah, ey, das wird so ein Traum. Das wird so geil. Ah, grüezi. Moin. Ich wollte mal ein Paket abgeben. Und sonst? Alles gut? Ja, bisschen schweigsam heute, hä? So, macht die Familie, Frau, Kinder, gesund? Ja. Super. Ach so, ja, ich hab ja, Mal auf die Handelskonsole gucken, was es hier gibt. Diamanten, was ist das hier? Aluminium? Nee, da kann man kein Geld mehr. Aber Diamanten für 5,85. Oh, komm. Machen wir, oder? Ah, komm. Ein bisschen Zusatzgeld, um die Spritkosten zu decken. Jetzt habe ich nur noch 134.000 Alpha UEC. Und ich muss noch zwei Kisten wegbringen. Ich muss noch zwei Kisten wegbringen. Was habe ich gerade getan? Idiot. Oh, jetzt ist es aber vorbei mit dem ruhigen Gameplay. Oh, was mache ich denn jetzt? Ah, spannend. Da, wo die Kiste liegt, wieso kann ich denn hier jetzt nicht durchgehen? Hä? Da konnte ich doch immer durchgehen. Kann ich jetzt, muss ich jetzt den Seitenangang nutzen? Ja, Kiste zur Seite räumen. Und lasst mich mal hier durch. Seitwärts geht auch nicht. Oi, Kacke. Auf der anderen Seite. Oh, hier geht's. Auch alles voll belegt hier. So. Oh, ich Idiot. Hoffentlich geht das gut, wenn ich jetzt einen Disconnect habe. Das wird ein Spiel mit Schwitzfaktor. Natürlich in Lorville zwischenlanden. Aber macht auch keinen Sinn. Nachher wird mein Schiff da irgendwie despawned und die Kisten weg und dann ist der ganze Aufwand, den ich jetzt hatte, umsonst.
Na komm. Nicht so einen Kopf machen. Rauf ins All. Wäre schon cool, wenn man hier so einen Beifahrer noch sitzen hätte. Aber für den Beifahrer ist es natürlich mega unspannend. Aber später vielleicht mit dem NPC. Was ich bei der Freelancer total krass finde, ist, war total unsinnig eigentlich, sind die 4 Sitze. Das Ding kannst du als Taxi benutzen. Das Großraumtaxe. Um irgendwelche besoffenen Partygäste zum Flughafen zu bringen. Aber ja, gut, selbst das ist ja irgendwie Quatsch. Aber egal. Also ich meine, 4 Plätze? Wofür? Selbst die Conny hat nur 4 Plätze, oder? Sie hat nur 3. Gut, und hinten noch den... ich weiß das jetzt gar nicht. Nee, die hat nur 3, ne? Also das ist irgendwie... Wenn das meine Freelancer wäre, würde ich 2 Sitze rausreißen und da eine vernünftige Küche einbauen oder so. Naja. So. Einmal durch den Planeten stoßen. Bam. Und wieder kopfüber. Ach guck, hier spiegelt sich die Oberfläche in der... auf dem Lack der Freelancer. Sehr witzig. Auch wieder Details, Details, Details. Echt stark gemacht. Manchmal bin ich so ein bisschen im Krieg mit der B-Taste. So. Eine Landung. Eine letzte Landung in der Dunkelheit. Aber das hat ja letztes Mal schon gut geklappt. Also wird es auch hier gut klappen. Bin ich mir sicher. Wichtig ist, dass der Server am Leben bleibt. Also Daumen drücken. Daumen drücken und die Nummer merken. 474. Das nächste Paket ist das mit der 474. Die Glückszahlnummer 474. Finster wie im Bärenanus da draußen. Mal ein bisschen langsamer fliegen. Oh, jetzt mit der Kiste zu crashen, das wäre auch nicht so richtig schön. Also, jetzt gilt mehr denn je. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ich finde das immer beruhigend, die Blinkelichter zu sehen. So. Landescheinwerfer aktiviert. Auch wenn man das jetzt nicht so richtig sieht. Das fände ich noch schöner, wenn man das wirklich wie beim richtigen Flugzeug, wenn man so diesen Lichtstrahl sehen würde. Aber ja, das ist technisch nicht so einfach umzusetzen. Bin begeistert, dass es so schon überhaupt funktioniert. Jetzt, weil diese Lichtstrahlen, ist es ja auch, die brauchen einen Empfänger quasi. Das ist ja nicht wie in der wirklichen Welt. Und die Daten müssen hier von den Assets empfangen werden. Denen muss also gesagt werden, aha, das ist ein Lichtstrahl und deswegen muss ich jetzt heller leuchten. So, konzentrieren wir uns aufs Landen. Ich glaube, es ist ein bisschen windig draußen, aber nicht ganz so schlimm wie vorhin. Da kommen wir reingeschneit. Ganz so, aber noch akzeptabel. Ja, was ist das denn jetzt? Hallo Tür. Sesam, öffne dich. Die Tür geht nicht auf. Ey, wenn ich jetzt hier einen Servercrash habe mit 30.000 Alpha UEC Diamanten, denn oh, ey, dann kriege ich die Hasskappe. Mal hinsetzen, aufstehen, vielleicht initiiert das ja die Tür neu. Bitte, bitte, bitte. Ja. Zack. Ist gar nicht windig hier. Hat sich nur gerade so angefühlt. Oder der Sturm hat kurzfristig geendet. Gehen wir hier mal ganz ordentlich. Oh! Da hat wohl mal ein Raumschiff gestanden. Ist ja putzig. Ganz ordentlich hier über die Wege, wie sich's gehört. Gut, ist jetzt doof, dass hier das Gras wächst. Die Platten sollten noch so einen Kniff erhalten, wie wenn Platte, dann kein Gras oder sowas. Lalalalalala. Wäre schon schön, wenn ich hier irgendwo ein Wasser mitnehmen könnte. Leichtes Durstgefühl setzt ein. So. Moin! Hallo! Na?
Wie sieht's aus? Alles fit im Schritt? Familie, Kinder, gesund? Ach, hast du gar nicht? Ja, sorry. Ha. Hab dich verwechselt mit dem anderen Typen. Ja, ich wollte die Kiste hier kurz abliefern. Hoffen, dass es klappt. Da habe ich auch schon so mal Fehler gehabt, dass plötzlich die Kiste sagte, Kiste will ich nicht. Doch, grüner Daumen. Vielleicht kann ich die Diamanten hier verkaufen. Und wenn es nur zum gleichen Preis ist. Ich Idiot. Oh nein, ich kann keine Diamanten verkaufen. 35.000 Alpha UEC. Ja, hilft ja nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss jetzt rennen. Rennen baut Stress ab. Rein und Klappe zu und ab ins Cockpit und weg und letztes Paket abliefern und hoffen, dass der Server hält. Halt durch! Halt durch! Ich habe meine Worte aufgebraucht. Ich schweige jetzt. Nein, ich rede gleich weiter. Aber gebt mir eine Sekunde zum Durchatmen. Ach da, Magda. Na dann mal los. Aber ganz ehrlich, für 8000 Alpha UEC... echt viel Aufwand, viel Zeit, um so ein paar Kröten zu verdienen. Ja, na super. Super, dann müssen wir einen Umweg wählen. Wo fliegen wir denn hin? Wo fliegen wir denn hin? Ah ne, das ist die Kiste, die ich hinten drin habe. Quatsch. Ja, das geht nicht, weil Ariel. Ariel. Einmal kurz einen Umweg fliegen. Komisch, dass ich keine OM-Punkte hier angeboten bekomme. So.
Kurs geflogen, abgebrochen und jetzt quer durch. Auch hübsch. Das ist ein Leid mit dem Ziel, mit der Zielauswahl. Das müssen sie echt noch ein bisschen verbessern und anpassen. So, jetzt. Jetzt so. So. Weiterhin Daumen drücken, dass der Server hält. Kein Disconnect. Ein Stoßgebet zum Disconnect-Gott. Oder eher zum Connection-Gott oder sowas. Ah, hübsch, oder? Wenn man hier so rausguckt. Klar, es sind nur doofe Steine, doofe Berge, aber es sieht so ganz anders aus als früher. Einfach wie so ein richtiger Mond, soweit ich mir das vorstellen kann, aber es sieht schon cool aus. Nicht die Lampe da links touchieren. Sind
für sehr flach gerade. Ah, scheiße. Ein Stückchen zu tief. Der weiße Berg da hinten ist auch cool am Horizont. So, jetzt ist besser. Jetzt können wir die Laderampe auch senken. Wupp. Ah. Ist noch okay gewesen. Ist aber frisch hier. Na komm, ich will mir jetzt nicht ein Bein brechen oder so. Gehen wir hier mal ordentlich die Lampe runter. Die Rampe runter. Hört sich an wie Schnee unter den Füßen. Ne? Schon cool. Minus 170 Grad. Boah. Tag. Ob ich hier die Diamanten verkaufen kann? Nee? Ja, nee, ist klar. Guck mal, mein Laderaum ist gar nicht ganz voll. 612 könnte ich noch. Aber irgendwie kann ich doch nicht. Hä? Ah. Ja, nee, will keine Diamanten. Hilft ja nichts. So, ab dafür. Tschüss. Schönen Tag noch. Ab nach Lorville. Zum zum Dings. Mir fehlen echt die Worte. Da oben, da wollen wir hin. Schon cool. So. Sieht gut aus. Die 8000 haben wir jetzt drin. Viel Aufwand für 8000 Alpha Lucy, alter Schwede, ey. Ab nach Hause ohne Pause, würde ich sagen. Zack und weg. Sind die 8K. Whoopah.
Da bin ich immer gespannt, was das für einen Gewinn bringt. Ah. Mit dem Landen. Das ist immer so eine Krux. Jetzt. Geht doch. Ach, liegt direkt unter mir. Ah, ja gut. Ich trottel auf der anderen Seite natürlich. Ja, ich brauche gleich erstmal eine Pause. Man soll ja auch alle 8 Stunden mal eine Pause machen, ne? Ach ja. Ich weiß das gar nicht mehr, die Pausenzeiten und so weiter. Ist ja auch schon 20 Jahre her, dass ich da LKW gefahren bin und die Ausbildung genossen habe. Ich glaube, heute geht das gar nicht mehr, einen Führerschein umschreiben lassen. Aber ehrlich gesagt habe ich nach der Bundeswehr auch nie wieder den LKW-Führerschein gebraucht. Das war immer nur so ein Statussymbol. Oh, guck mal. Hier habe ich immer Respekt vor. Ich bin hier schon so oft von diesem Kack-Autopiloten irgendwo in den, entweder in den Orbit gezogen oder auf die Oberfläche geprügelt worden. Ja. Irgendwo müsste es dann hier eine Anzeige geben, so von wegen ATC. Aha. ATC kontaktieren. Nix. Wehe, du haust mich hier gleich wieder irgendwie. Ich habe schon gerade einen Puls von 360. Mein Deo ist am Kämpfen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das, hier wird subjektiv die Spannung erhöht. Keine Lust, 35.000 Mücken irgendwie zu verballern. Jetzt. Yes, yes, yes. Und jetzt kommt's. Ich bin ewig nicht gelandet. Ah, da ist der Tunnel. Super, super, super.
Wenn der Tunnel jetzt natürlich genauso auf den Hangar zeigt, wie vorhin beim Start er weggewiesen hat, wäre das großartig. Da würde ich mich sehr freuen. Das wäre schön. Ja. Anu? Ja, so spontan sehe ich jetzt mal da vor mir keinen Hangar, der offen wäre. Jetzt muss ich tatsächlich F4 drücken. Das ist Mist, Leute. Das ist Scheiße. Das Ding muss irgendwo hinzeigen, wo dann auch die Landemöglichkeit besteht. Hey, was? Ah, da ist ein Pfeil. Ich sehe nichts. Das ist doch alles geschlossen. Bin ich doof? Oder muss man da unten irgendwie reinfliegen? Hier ist doch kein Hangar offen. Ich check's nicht. Ach, okay, ich hätte. Oh. Mea culpa. Ich hätte ja auch mal gucken können. Okay. Das Ding ist doch zu. Das Ding ist doch zu. Was soll denn der Scheiß? Der ist doch eindeutig zu. Wollte mich jetzt verarschen. Vielleicht ist das ein Grafikfehler. Das Blaue könnte ja so eine Anzeige zum Landen sein. Ah, ich weiß das auch nicht. Probieren geht über Studieren, oder? Vielleicht ist es ein Grafikfehler und man kann da einfach durchfliegen. Wie durch so eine magische Wand. Ach ja. Du. Ja, nee. Ach Gott. Oh Gott. Ja, ich bin ja schon. Halt die Ich bin ja schon weg. Aber wenigstens das funktioniert. Das kekst mich an. Mal. Hallo?
Ja. Ja, könntest mir auch irgendeine Hangartür öffnen, du Pappnase. Was war denn das da? Ist da ein offener Hangar? Boah, da kommt einer raus. Aber Moment. Da. Da! Er ist offen! Wieso ist denn der jetzt offen? Der war doch eben zu. Ich schwöre, der war eben zu. Ah, gut. Gut, 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 gut. Ich kann die Diamanten verkaufen. La la la. I'm sorry. Due to inactivity, you've been forced to assign your landing zone to another customer. Nee, ne? Wollt ihr mich komplett verarschen? Boah, Alter, ey, jetzt kriege ich gerade Schweiß in die Finger. Aber ich habe die Hoffnung und ich habe im Hinterkopf, das Ding ist zwar jetzt verstaut, hat er ja gerade gesagt. Scheiß auf Immersion, ich renne jetzt hier durch. Nee, Business, Commerce Line, ja, da, genau. Ach, passt ja, wie gerufen. Theoretisch, auch wenn das Ding gestored ist, sollte ich die Möglichkeit haben, die Ladung zu verkaufen. Oh, bitte, 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 bitte. Überlegt, ich habe jetzt locker eine Stunde gebraucht, mehr, um diese Kack 8000 UOC zu verdienen. Das geht gar nicht. Auf der anderen Seite sollte ich wirklich überlegen, wieder anzufangen zu handeln. Ich glaube, das geht bedeutend schneller. Ist natürlich auch gefährlich, wenn ich dann wieder einen Servercrash habe. Dann ist das Geld weg. Oh Mann, oh Mann. Schon lustig, wie aufregend so ein Spiel sein kann, nur dadurch, dass man Sorge hat, dass der Server crasht, weil man gerade irgendwie noch Diamanten verkaufen möchte, beziehungsweise jetzt die Sorge hat, dass sie vielleicht doch nicht zu verkaufen sind, weil das Spiel das irgendwie weggerechnet hat. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir gucken, wieso geht denn jetzt die Tür hier nicht auf? Hallo? Ja. Hallo, Kollege. Ja, es ist alles super toll gemacht, aber für jemanden, der handeln möchte, sind die Laufwege einfach extrem lang. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es ist ja auch irgendwie störend für die Immersion, wenn hier ständig die Leute lang rennen. Und ich kann es verstehen, dass sie rennen. Ich renne ja selber bei den langen Wegen, wenn man hier nur gehen könnte. Es gab ja mal die Forderung, dass man auch vom Schiffsterminal aus handeln können sollte. Ich fände es zumindest gut, wenn die Handelsterminals irgendwo näher dran wären, wenn man nicht erst so lange Laufwege hätte. Ah, ne, hier hinten hat man nicht so viel Licht. So, bitte, 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 bitte. Ja! 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 Oh, und mit ganz viel Gewinn. 9000 Alpha UEC extra. Oh, herrlich. Okay. Dann mache ich jetzt mal Schluss.
das war zu viel Aufregung für einen alten Mann. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und bis zum nächsten Patch, würde ich sagen. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Tschüss.